Hallo, meine Lieben. Vor 3 bis 4 Wochen, keine Ahnung wann, habe ich gesehen, dass es die Nona-Box im Angebot gab. 50% runtergesetzt für ein 3-Monats-Abo. Und das habe ich mal abgeschlossen und habe auf Instagram und auf Facebook gefragt, ob Interesse an Boxenvideos besteht. Und das Feedback dazu war ein allgemeines Ja. Und deshalb gibt es jetzt ein Boxenvideo mit der Nona-Box. Ja, ich habe zwar ganz kurz reingeschummelt, aber eigentlich nicht wirklich was gesehen. Man gibt ja bei der Nona-Box noch immer das Geburtsdatum an und so, und ich glaube, dass das jetzt tatsächlich eine ist, so quasi, freu dich, du hast geboren. Also zum einen habe ich hier so ein Zettel drin, wo so Tiere sind zum Ausschneiden drauf. Die kann man dann auf Stöcken festmachen und sich freuen. Ist eine ganz nette Idee. Mal gucken, ob ich es benutze, weiß ich noch nicht. Dann, genau. Ein Winnie Pooh mit Honigtopf und herzlichen Glückwunsch zur Geburt. Das finde ich ganz süß gemacht. Und das ist wohl so eine Art Gutschein für eine Überraschung von dem Bulli-Land. Das ist interessant. Das werde ich mal abschicken und euch dann berichten, was da dann ankommt. Ja, dann halt doch bei mir. Dann ist da drin ein Dentistar-Schnuller. Die auch für Kiefer und so gut sind. Erste Stufe für gesunde Zähne. Erste Stufe. Größe 1 bis zum ersten Zahn. Muss ich mich mal... Also ich weiß, dass die auch gut sind. Ich will bloß nicht so viel Schnuller wechseln. Und ich habe mich eigentlich bei Bela schon auf die Mom-Schnuller eingeschossen. Also ich weiß noch nicht, ob ich den benutze. Wenn nicht, dann wandert der bestimmt irgendwann mal in einen Verlösungskopf. Dann haben wir hier eine CD mit Kindermusik. Das finde ich toll, auch wenn das dann eher erstmal was für den Bela ist. Auch wenn du das natürlich auch schon hörst, aber der Bela singt und tanzt zurzeit sehr gerne. Und zwar die hier, ist ganz süß. Die größten Hits im Spieluhrenklang. Glitter in the Air. Okay, und Who Knew von Pink ist da auch mit drauf. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Das ist sicher cool. Oh! Drücken. Drücken, drücken, drücken. Dann haben wir drin ein süßes kleines Mützchen. Eine Wendemütze. Von der einen Seite so. Ah nee, ist keine Wendemütze. Von innen hat so ein Schild, was fest ist. Also nur so. Und die hat einen UV-Schutz und ist Größe 56. Echt? Soll die passen? Na gut. Von Eat Ants ist das. Dann haben wir etwas drin, was mich ja sowieso immer interessiert. Ich mache ja jetzt auch die Rückbildung mit DVD. Das ist jetzt ein Buch. Werde ich mir aber definitiv auch mal näher angucken, was man da so drin findet. Vielleicht sind da so ein paar Sachen noch drin, die ich zusätzlich dann gerne machen möchte oder so. Dann ein bisschen Zettelei. Zettel von Sanetta. Ich schaue gerade mal, ob das irgendwie ein Gutschein ist oder so. Nö, das ist nur ein Infozettel von Sanetta. Oi. Dann ein Gutschein vom Wandtattoo. Jetzt öffnen und dein gratis Wandtattoo aufkleben und den Gutschein einlösen. Das heißt, da ist auch ein gratis Wandtattoo drin. Jetzt nicht den Kopf so nach unten schmeißen, Schwätzchen. Alles gut. Und zwar, ach, das ist ganz süß hier.
so ein paar Schäfchen und so ein paar Sternchen als Gratis-Wand-Tattoo sind da mit dran. Da finden wir wahrscheinlich so gar einen Platz für. Und ein Gutschein. Ist das der Gutschein? Oh Gott. Huch, habt ihr das gehört? Und ein 50% Gutschein. Hast du das jetzt rausgeschafft endlich? Ja, eindeutig hast du das rausgeschafft. Und dann haben wir noch eine Zeitschrift. Junge Familie. Die habe ich tatsächlich auch noch nie gehabt. Da freue ich mich auch schon drauf. Jo. Und das war dann auch schon meine erste Nona-Box. Ich finde auch die Kiste recht nett, auch wenn die Kiste letztendlich nur eine Verpackung ist. Aber so die Größe, die eignet sich immer sehr schön, um dann was drin aufzuheben, wie ich finde. Und ja, das wird es dann auch schon gewesen sein. Kurz, aber schmerzlos ein kleines, feines Boxenvideo. Den Gutschein finde ich ganz nett, obwohl ich immer nicht weiß, bis wann ich sowas einlöse. Und die sind ja dann auch immer nur begrenzt gültig. Also vielleicht will ich den auch verteilen. Bestimmt sogar. Ich verlose den demnächst, okay? Was haltet ihr davon? Und so Sachen. Aber das Buch finde ich sehr, sehr cool. Gerade wenn man jetzt nicht wie ich schon so eine DVD hat, ist es echt ganz schön, wenn man einfach irgendwas hat, wo man sich schlau machen kann. Weil nicht jeder findet die Zeit, zu so einem Kurs zu gehen. Und die sind auch nicht immer unbedingt so super. Am coolsten finde ich tatsächlich die CD. Da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Und dann bin ich auch sehr gespannt drauf, was da von den hier irgendwann für eine Überraschung kommen wird. Genau. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.